Sie sind hier, 23. September 2018, 13.41 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Marcel Schröter schrammt am Podest vorbei. Urheberrecht Getty Images. Marcel Schröter verpasst den erneuten Sprung aufs Podest beim Großen Preis von Aragon trotz glänzender Ausgangsposition und hadert danach mit seiner Leistung. Marcel Schröter, 25, hat die große Chance auf seinen nächsten Podiumsplatz in der Motorrad-WM liegen gelassen. 2 Wochen nach dem ersten Sprung auf das Treppchen seit dem Karrierebeginn wurde der Moto2-Pilot beim Großen Preis von Aragon 5. Ich bin ein bisschen enttäuscht, sagte der Oberbayer bei Eurosport, freute sich aber über gute Punkte. Ich fühle mich einfach im Rennen nicht ganz so wohl wie im Training. Wir wollen aufs Podium, können es aber nicht erzwingen, Schröter, der zuletzt bei seinem 151. Grand Prix-Start in Misano umjubelter Dritter geworden war, hatte in Spanien mit dem 2. Startplatz eine glänzende Ausgangsposition. Der Kalex-Fahrer musste in der ersten Rennhälfte aber 3 Gegner passieren lassen und konnte dem führenden Quartett nicht folgen. Den Sieg auf der Strecke nahe Alkanis holte sich überlegen Brad Binder, KTM, der Südafrikaner gewann vor WM-Spitzenreiter Francesco Bagnaia und Lorenzo Baldassari, beide Italien, Kalex. Von Sportinformationsdienst.